Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video reagieren wir auf ein sehr altes Video von mir. Nämlich auf mein allererstes, welches ich heute vor 3 Jahren hochgeladen habe. Und ich will mal so sagen, es ist eine lange Zeit her. Damit hat alles begonnen auf dem Kanal. Und ich würde sagen, wir schauen es uns jetzt mal an und ja. Ja. Noch eine ganz kurze Anmerkung, das Ganze habe ich noch auf meinem ganz alten Handy in Anführungszeichen aufgenommen, also ja, es könnte sein, dass die Qualität jetzt nicht die beste ist, wie man es hier sehen kann, gibt es nur 480p, also ja, tut mir leid. Ich glaube, man merkt auch, dass ich 12 war. Ja, 12. Vegetarisches, oder? Ja, vegetarisches. Dias, Diamanten. Smaragde. I see. Wie viele? Auch vier Steaks. Dann haben wir Fleisch. Steaks. Noch mehr Steaks. Und noch mehr Steaks. Dann was ist das? Wahrscheinlich das Gefängnis, ne? So wie im Titel steht. Yes, exactly. Das Gefängnis. Okay, ja. Ich sehe. Cool. Und dann wahrscheinlich Zelle 3. Ja, das war das ganze Video. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich hab ne coole Idee. Wäre es, wenn wir das Haus und das Gefängnis, welches in diesem Video ist, nachbauen? Also, ich werde es jetzt ganz kurz nachbauen und wir sehen uns dann nach dem Schnitt wieder, also bis gleich. So, also, wie schon nach dem vor dem Cut gerade erzählt, habe ich hier das Ganze nachgebaut. Kurzer Funfact hierzu darüber. Ich war mir absolut nicht sicher, wie hoch das Ganze sein soll. Jetzt in der Bearbeitung fällt mir natürlich auf, dass das Ganze nur 5 Blöcke hoch sind, aber so während dem Bauen habe ich sicher 20 Minuten lang überlegt, Digga, wie hoch ist das? Aber jetzt weiter mit dem Video. Und bei dem bin ich nicht sicher, ob es ganz stimmt, aber ja, ihr seht da dieser Name. Das ist kopiert. Die Tür ist kopiert. Sogar der Boden ist kopiert. Das Bett, die Truhe, Crafting Table, der Ofen. Sogar hier der gesamte Eingangsbereich. 1:1 kopiert. Und hier die Türe, der Raum 1:1. Hier dieses Schild und auch das Schild hier oben. 1:1 kopiert. Wir haben schon die zwei Äpfel, diese zwei Äpfel, dieser Stack Äpfel und dieser Stack. Diese zwei Stacks kopiert.
die 4 Stacks Dias, die 4 Stacks Emeralds oder Smaragd Gage, das Fleisch, noch mehr Fleisch und doch mehr Fleisch. Also ihr seht's, ist ja nicht ganz einfach, aber ja, hier auch die Türe. Hallo Schwein. Wie gesagt, beim Gefängnis bin ich mir nicht sicher, ob es richtig ist. Ich hoffe einfach, dass es richtig ist, denn ja, wie gesagt, ich war mir da nicht ganz sicher. Denn ich weiß nicht, ob das 5 Blöcke hoch sind oder 6 oder sonst irgendwelche, aber dann ist jetzt da Gefängnis, dann ja auch die Zelle 1. Zelle 2 und natürlich auch die Zelle 3. Und auch hier der ganze Raum ist komplett kopiert, also ja. Ich sehe jetzt hier, das ist kopiert, das Bett und die Höhe, wie gesagt, weiß ich nicht, ob sie richtig ist, aber ich hoffe noch, dass sie richtig ist. Und ich nehme das ganze Video von einem Bauch, um euch einfach mal Danke zu sagen für diese 3 Jahre. Ich weiß, es ist lange her und so, aber trotzdem, ich will das ganz einfach für euch geben und euch wirklich Danke sagen. Also, ja, einfach Danke sehr. Es ist zwar ein bisschen Arbeit schon dahinter, auch das Ganze hier hinzukriegen, denn ja, ups. Denn ich meine, es ist mit der schlechten Videoqualität nicht so ganz einfach gewesen, das alles hier genau hinzukriegen, aber ich habe es im Endeffekt dann doch hingekriegt und ja, denke ich einfach Danke für diese 2 inzwischen schon tolle Jahre und auch an meine aktuellen 838 Abonnenten vielen herzlichen Dank dafür. Wer weiß, vielleicht schaffen wir bis endlich ja sogar noch die 1000 Abonnenten. Das wäre ein sehr cooles Ziel. Also, nicht Ziel, ist ein Ziel von mir und es wäre cool, wenn wir das wirklich schaffen können. Joint euch gerne mal im Discord, der Link ist in der Beschreibung. Und ja, mehr habe ich jetzt nicht mehr zu sagen, deshalb danke fürs Zuschauen, danke für 3 tolle Jahre und auch, wenn alles gut geht, für noch mehr Jahre. Ah ja, kein Nintendo. Hab noch einen schönen Tag.